Als ich 12 war, ging mein Vater nach Palästina zurück, ohne uns. Wir blieben hier, in Berlin. Jahre später stand er wieder vor unserer Tür. Müde Augen, müde Knochen. Meine Mutter schaute ihn an, sagte nichts und ließ ihn rein. Seitdem mein Vater aus Palästina zurück ist, sitzt er unten im Keller, wie eine Schildkröte, zurückgezogen in seinen Panzer. Meine Mutter wohnt oben. Sie streiten nicht mehr. Sie gehen sich aus dem Weg. Zwei Schatten, ein Gefängnis. Es gibt keinen Unterschied für mich zwischen Deutschen und Israelen. Das versucht das Palästinenser immer da waren und die wurden durch diese Zionisten vertrieben. Wir müssen auch gerade nicht weiterreden, ich bin total fertig. Killer.